Deutsche Truppen überrennen mit ihrer Blitzkriegsstrategie das europäische Festland. Polen, Norwegen, Dänemark, Belgien, Frankreich, Holland. Innerhalb nur weniger Monate unterliegen diese Länder dem brutalen Vormarsch der deutschen Wehrmacht. Hallo und herzlich willkommen. Der alliierten Truppen wird bei Dünkirchen ins Meer getrieben und zum Rückzug gezwungen. Über englischen Städten kreisen täglich deutsche Bomber und werfen ihre tödliche Last auf die Millionenstädte. Während die Wehrmacht fieberhaft eine Invasion Englands vorbereitet, sucht das alliierte Oberkommando nach einer Lösung seiner strukturellen Probleme. Um den Verlauf des Krieges noch zu ändern, ist ein schnelles Umdenken dringend erforderlich. Ein waghalsiger Plan wird genehmigt. Eine Sondereinheit aus Elitekämpfern soll die Flexibilität und Schlagkraft der alliierten Truppen erhöhen. Nahkampfexperten, Sprengstoffspezialisten und Techniker werden gezielt angeworben und in geheimen Trainingslagern auf ihren Einsatz. Mag ja sein. Ich guck mal, ob ich das hier abbrechen kann. So, ich glaube, das Intro hatten wir auch bei Commandos 1 schon gesehen. Wir schauen uns heute mal Commandos 2 in der HD Remaster Version an. Im Kommentar zu Commandos 1 hat auch ein netter Mensch schon geschrieben, Obacht, das ist nicht unbedingt der Brüller. Ich bin mal gespannt, ob es abstürzt oder wie es wie dieser HD Remaster gemacht wurde. Ich habe ihn mir im Doppelpack gekauft mit Praetorians HD Remaster. Ich bin da mal sehr gespannt. Ich mochte die Commandos-Spiele immer sehr gerne. Und ja, wir fangen einfach mal an, oder? Was soll ich denn lange reden? Also wir sehen hier schon mal die HD Remaster-Version. Die macht hier schon mal Full HD. Erwartet man auch so ein bisschen von einem HD Remaster, ne? Ansonsten sieht es eigentlich auch ganz schick aus. Eingangs bei dem Intro hatten wir gesehen, das ist halt 4:3 Format. Okay, ist halt so, ja. Da kriegt man natürlich auch mit dem Ursprungsmaterial nicht mehr raus. Das war halt 4:3. Und wir starten jetzt einfach mal ein neues Spiel und gucken mal, was jetzt so auf uns zukommt. Trainingslager 1. Wir müssen diesen Grenzposten ausschalten, damit unsere Jungs da durchkommen. Wenn wir den befehlshabenden Offizier ausschalten, wird der Rest keinen Widerstand mehr leisten. Erst müssen wir diese beiden da lautlos ausschalten. Ich kann zu den Kabeln raufklettern und auf die andere Seite hangeln. In der Kiste, da dürfte sich etwas Interessantes finden lassen. Sobald du die Zange hast, bring sie her, dann schneide ich mich durch den Zaun und deaktiviere die Minen. Das mit den Köpfen sah ein bisschen strange aus, oder? Aber lustig, wie sein Helm hier so immer so gewackelt hat. So, ansonsten haben wir eine relativ... Kann ich hier auch irgendwie die Karte mit den Pfeiltasten bewegen? Ja, kann ich scheinbar. Gut. Aber nicht mit WASD und so weiter. So, ich habe schon wieder komplett vergessen, was ich eigentlich machen soll. Was ich aber jetzt zunächst erstmal mache, ist... Irgendwie in die Option gehen, die Musik mal runterdrehen. Die ist mir gerade ein bisschen laut im Ohr. Ansonsten geht's. Ach, fortfahren muss ich sagen. Okay, gut. So, dann schauen wir jetzt mal. Also grafisch mäßig, wir können hier ein bisschen mit der Maus ranzoomen. Wir sehen hier eigentlich ganz hübsch irgendwie die Modelle, die Hintergründe, die sehen ein bisschen, die sehen nicht so HD-ig aus, oder? Die sind so ein bisschen so verwaschen irgendwie, so verschwommen, ne? So, ich habe keine Ahnung, was ich machen soll, ne? Gute Wahl, Körner. Hätte ich doch mal aufgepasst. So, wie machen wir das? Wir klettern hier in Sichtkegel, genau. Es kommt also hier immer so ein bisschen die Information. Also auch hier diese Bilder, ne, die sehen so ein bisschen sehr hochskaliert aus. Hochskaliert aus, sehen Sie. Okay, das heißt, wie war das mit dem Sichtkegel? Bin schon da. Nein. Ich habe wieder null durchgelesen. Wie kriege ich das mit dem Sichtkegel denn hin? So kriege ich das mit dem Sichtkegel hin. Ah, okay, gut. So, das heißt, ich kann das eigentlich doch problemlos einsammeln. Feinde betäuben, aha. Verwende den Pionier, um die Wache neben dir außer Gefecht zu setzen. Drücke Q, um Betäuben auszuwählen. Bewege anschließend deinen Mauszeiger über die Wache und drücke linke Maustaste. Fesseln und knebeln. Sobald die Wache betäubt ist und auf dem Boden liegt, musst du sie schnell fesseln. Halte die Umschalttaste gedrückt und bewege deinen Mauszeiger über die betäubte Wache. Dein Zeiger wird sich zum Fesseln- und Knebeln-Zeiger verändern. Drücke jetzt linke Maustaste, um sie zu fesseln und zu knebeln.
Leichen aufsammeln. Okay, ist es nicht das andere Fall, dass sie nicht entdecken? Hohen Gras verstecken. Feinde durchsuchen, das geht also auch. Drücke zuerst W, um ihn zu durchsuchen. Bewege dann den Durchsuchenzeiger. Okay. So, das heißt, mit dem Pionier okay. Kann ich den Burschen hier irgendwie betäuben mit G. Das ist es. Wo hätte ich das denn sehen können eigentlich? Nee, was ist denn das? G ist doch hier was völlig anderes. Oh nein, der ist gesehen worden. Na, das war jetzt ein bisschen dämlich. Ja, ja, komm, ist okay. Wir fangen nochmal an. Kann der eigentlich auch aufstehen? Ach, G ist doch hier. Space ist. Auftrag erledigt. Auftrag erledigt. Ja, ich bin aufgestanden. Herzlichen Glückwunsch. So, was haben wir hier noch? X ist irgendwie. Oder habe ich das hier falsch verstanden? Ist der eigentlich der. Der betäuben kann? Wir müssen diesen Grenzposten ausschalten. Ja, ja, wir wissen das. So. Gute Wahl, Körner. Ach, Q war das, ne? Also, er kann schlagen. Das ist doch schon mal gut zu wissen. Das heißt. So, ja, das wissen wir jetzt. Das haben wir mitbekommen. Ich knock ihn aus. Dann Shift. Tut sich nichts übrigens. Also. Nee. Also wie das mit Fesseln und Knebeln jetzt hier geht, weiß ich nicht. Bin schon da. Weil der sieht ja jetzt natürlich, ne? Kinderleicht. Ja, ja, komm, neu starten. Also ihr merkt, ich kämpfe hier gerade noch so ein bisschen mit der Steuerung. Das mit dem Aufheben hat jetzt nicht so gut funktioniert. Gute Wahl, Körner. Also. Ja. Lesen wir vielleicht nochmal den Tooltip durch, oder? So, Feinde betäuben, das wissen wir doch schon. Linke Maustaste, so. Sobald die Wache betäubt ist und auf dem Boden liegt, musst du sie schnell fesseln. Halte die Umschalttaste gedrückt und bewege deinen Mauszeiger über die betäubte Wache. Dein Zeiger wird sich zum Fesseln- und Knebelnzeiger verändern. Drücke jetzt linke Maustaste, um sie zu fesseln und zu knebeln. Okay, wieder gedrückt halten und hochheben und wegschleppen. So. Umschalttaste gedrückt halten. Da ändert sich aber nichts. Hier ändert sich nichts. Kinderleicht. Was ist denn jetzt passiert? Achso, mit der Alt-Taste kann ich jetzt hier irgendwie. Ja, das ist Käse. Keine Ahnung. Gucken wir mal in die Steuerung, oder? Stehen, interagieren, Hold Shift. Ja, Hold Shift, genau. Aber da tut's nicht. Ende, untersuchen, Betäubungsmittel. Zurücktauchen, Soldatenuniform, Zivilkleidung, Nahrung, Erste Hilfe aus dem Fernglas, Oberfläche, Deckung. Also was ich immer ein bisschen doof finde, ist, wenn das Tutorial einem nicht hilft. Das ist doof. Also ich bin ja jetzt ganz frisch und neu hier in diesem Spiel und bin so voller guter Dinge und würde ja gerne und überhaupt und hast du nicht gesehen. Oder muss ich. Muss er hier dann schleppen? Ja. So, das haben wir ja verstanden, ne? Das können wir ja problemlos machen. So, ja, ich will die Umschalttaste drücken, es bringt mir halt nur nichts. So, jetzt Umschalt drücken. Bin schon da. Muss er vielleicht aufstehen, um das zu machen? Kinderleicht. Auch nicht. Ja. Jetzt ist vielleicht die linke Umschalttaste. Auch nicht. Also, ihr merkt, das ist echt doof gerade, ne? Und da bin ich jetzt ein bisschen unglücklich drüber. Wir müssen diesen Grenzposten ausschalten. So, also nochmal. Vor allem wäre es halt cool, wenn man irgendwie vielleicht ohne Zeitdruck das dann auch erstmal ausprobieren könnte, diese Geschichte hier. So, ich gehe jetzt hier hin. Umschalttaste, ne? Wie sieht denn das dann aus? Das ist dieses
Icon hier. Ich habe also Umschalttaste und dann... Okay. So, jetzt ist die Frage, muss... Ah, er kann das. Okay, ich muss einfach mit dem anderen jetzt um die Ecke kommen und ja. Der hier muss jetzt hier wieder zurückräucheln. Und der hier okay. Muss den hier jetzt aufheben und hier hinter die Hecke bringen. Wie lege ich den ab? Okay, dann haben wir das geklärt. Ging schnell, so, oder? Jetzt kann ich mit W, kann ich den hier untersuchen und finde was? Eine deutsche Uniform. Das ist ja irgendwie schon mal irgendwie ganz gut. So, die kann ich doch mal hier in das eigene Inventar und hier die Munition und das Gewehr tun wir auch mal rüber und die kippen auch natürlich, ne? Okay, so, das ist doch schon mal, das habe ich schon mal fein gemacht. So, geschafft. Jetzt ist die Frage, wie komme ich jetzt hier hin? Ja. Der arme Kerl hier liegt da in Unterwäsche. So, wahrscheinlich können wir jetzt den hier mal so ein bisschen... Gute Idee. Ja. Oh. Jetzt muss ich ja mit dem hier wieder hinterher, ne? Und muss ihn hier knebeln. Weil der hier, der knibbelt nicht, ne? Ah ja. Ah ja, so sieht's aus. So, den bringen wir jetzt auch wieder hier hin. Und den durchsuchen wir natürlich auch. Jetzt könnte man natürlich auch mal sagen, der andere soll den untersuchen, dann kriegt er nämlich auch eine deutsche Uniform. Das ist doch bestimmt zu Tarnzwecken gar nicht mal so doof. So, das ist doch schon mal fein. Austauschen, untersuchen, benutzen. Das kann ich hier sagen, benutzen oder was? Das will er aber nicht. Da weigert er sich so ein bisschen. Kann okay. Der die Uniform benutzen? Kann ich eigentlich auch irgendwie mit... So Befehl. Irgendeinem... Icon... Ach so. Kann ich den mit U nutzen, oder was? Ach, schau an, hat er sich umgezogen hier. Gute Idee. Sehr gut. Okay. Und der kann sich doch wahrscheinlich jetzt hier auch... Der kann sich nicht umziehen, oder was? Kein Problem. Der kann sich aber mit... Doch, der hat sich umgezogen. Okay, so, die beiden sind umgezogen. So, was können wir jetzt machen? Der hat mir doch eben irgendwas erzählt mit irgendeiner Zange, wo er sich durchschneiden kann, oder? Aber theoretisch kann der ja doch jetzt einfach durch die Gegend laufen. Unterwegs. Was ist hier noch für ein Dings? Sichtkegel. Achso, das war die Geschichte. So, dann gehen wir doch mal hier hin. Leicht. Mal gucken. Telefonmasten erklimmen. Nur der Dieb und der Green Beret können Telefonmasten erklimmen und die Telefonleitung verwenden. Diese Leitung kannst du aus einem Fenster heraus erreichen oder indem du den Mast erklimmst. Dein Kommando ist für den Feind unsichtbar, solange er an der Leitung hängt. Während des Kletterns kannst du sehen, dass deine Ausdaueranzeige mit der Zeit abnimmt. Sobald die Ausdaueranzeige bei 0 ankommt, wird dein Kommando auf den Boden fallen und kann eine Verletzung erleiden. So, meint ihr, er... Das ist das der Dieb? Wir wissen es nicht, oder? Kann der hier hochklettern? Aber nicht so wirklich. Kann der hier hochklettern? Und wenn ja, wie würde ich das sehen, ob der hochklettern kann? So sehe ich das. Okay. Der klettert nämlich jetzt hier hoch. Klettert hier hin und klettert da wieder runter. So. Ja. Okay, da war jetzt mal ganz kurz so fast misstrauisch geworden.
Aber hätte ich den nicht einfach auch ausknocken können? Ich glaube, das wäre eine gute Idee gewesen eigentlich, ne? Ja, wir üben ja noch. So, dann klettert der jetzt erstmal wieder hoch. Und klettert hier runter. Das findet er natürlich jetzt auch schon ein bisschen interessant hier, ne? Okay, das ist jetzt irgendwie... Okay. Das hat jetzt da oben niemanden gestört. Ich weiß aber jetzt nicht genau, wieso er jetzt der Meinung war... Ging schnell, oder? Wieso er ist der Meinung war, dass ich kein deutscher Soldat bin, ne? Ich habe doch die Uniform an. Dafür so, durchsuchen wir mal wieder. Was haben wir denn hier schon wieder? Komm, legen wir hier mal ins Inventar. Ja? Das ist die? Ja? War nicht schwer. Ach so, die Uniform ist jetzt wieder weg, oder was? Verschwindet die nach einer Weile? Oder weil ich entdeckt wurde, ist die deswegen weg. Ach, hier kann ich jetzt so verschiedene Waffen nutzen, scheinbar. Kann ich dann hier so in diese Schnellzugriffsleiste legen. Okay. Aber er hat... Nö, auch keine Klamotten mehr. Verschwinden die echt mit der Zeit? Na gut, sei es drum. Kann ich eigentlich auch hier mit... 1-2 oder so umschalten, geht nicht, ne? Entschuldigung. Bin auf dem Weg. Ach, das ist ein Gewehr. Gewehr wollen wir nicht. Hat der nicht noch irgendwie was... Ah, guck mal, der kann hier jetzt einen Zaun durchschneiden. Kann er nicht? Ich höre. Kann er das? Ach so, mir fehlt wahrscheinlich noch diese Zange dazu, zum Glück. Gute Wahl, Körner. Wo kriege ich die Zange jetzt her? Die ist da hinten. Da muss ich wahrscheinlich hin zu der Zange. Na gut, dann gehen wir hier nach oben. Und gehen hier wieder runter. In der Zeit. Guck mal, wie der sich hinschmeißt hier. Seht ihr das? In der Zeit. Hey, das tut auch im Rücken weh. So, jetzt haben wir natürlich hier so ein bisschen das Problem, dass wir irgendwie an diese Kiste kommen müssen und nicht genau wissen, wie, ne? Gute Idee. Kinderleicht. Nee, wenn ich hier so einfach... So einfach geht das nicht. So, wie werde ich ihn denn hier jetzt irgendwie ausnocken können? Wie wird das denn funktionieren? Wobei, eigentlich dürfte der mich doch gar nicht sehen, oder? Doch, der ist... Ach, hier, guck mal hier. Hier sieht man doch, bin schon da, dass ich auch hinter dem lang krubbeln kann. Ja. So mit Shift wieder, oder was? Gute Idee. Bin schon da. So, dann gehen wir jetzt mal hier hoch. Ah, hier, das ist die Ausdaueranzeige, okay. So, krabbeln wir hier rüber und gehen hier wieder runter. Jetzt muss ich gerade hier nochmal gucken. Dann komme ich doch auch zu dem da eigentlich, oder?
Ich höre. Ja, vielleicht okay. Mal auf den Boden krabbeln, oder? Das ist vielleicht sinnvoller. Ja. Das heißt doch auch, dass die hier... Ah ja. Den da platt machen können, ne? Ja. Ah ja. So, der wird wieder hier gefesselt und geknebelt. Auftrag erledigt. Wir untersuchen hier wieder kräftig. Aber mit dem anderen. Hä? Ach so. Ja. So, das heißt, das schmeißen wir wieder rein. Das Maschinengewehr nehmen wir mit und natürlich die Kippen nehmen wir mit. So. Gute Sache, oder? Das heißt aber doch jetzt auch, dass ich mit dem Kollegen hier... Ich werfe nie das Handtuch. ...hier das Ding durchkappen könnte, oder? Unterwegs. Warum macht das nicht? Der hat doch die Zange, oder sehe ich das falsch? Wieso hat er denn keine Zange? Was habe ich denn da gerade eben gemacht? Och nee, oder? Gute Idee. Habe ich jetzt mal Penji Zange mitzunehmen? Das wäre ja ganz schön ärgerlich. So, dann mal hoch. Der erste Teil, der ist schon wieder so lange her. Ich weiß nicht, ob der erste Teil nicht so ein bisschen intuitiver zu steuern war. Ich könnte mich schlapp lachen, wie der Typ sich da hinschmeißt. Verstanden. Ach so, jetzt ja. Muss ich hier erstmal in die Kiste gucken. Haha. Da ist diese Zange. Und guckt mal hier. Granaten nehmen wir auch mit. Okay, so. Ich muss doch gar nicht hier hoch. Ich kann das doch auch hier von der Seite gewiss machen. Okay. Was war jetzt das? Hätte ich das jetzt irgendwo sehen können? Und ich habe natürlich wieder nicht gespeichert, ne? Das Thema hatten wir beim ersten Teil auch schon. Also nochmal von vorne. Wir müssen diesen Grenzposten auch... Ja, Grenzposten, bla bla bla. Gute Wahl, Körner. So, komm, gib ihm. Ja. Ausnocken. Okay. Ja, wissen wir mittlerweile. Ja. Ah ja. Ging schnell, oder? Total schnell. So, den schmeißen wir mal dahin. Gute Wahl. Geschafft. Unterwegs. Guckt ihr dem jetzt zu, oder was hier? Gute Idee. Okay. Zu Befehl. Ah ja. War noch immer ein bisschen Stress auf, ne? Wenn man hier so 1000 Sachen irgendwie wechseln muss.
Sollen wir den mal hier schnell ins Gebüsch schleppen? Gute Wahl, Colonel. Okay. Zu Befehl. So, dann knocken wir auch hier gleich den nächsten aus. Ah ja. Ja? Verstanden. Geschafft. Ich will keine Telefonmasten erklimmen. Ach so. Ich war noch bei ihm hier. So, jetzt aber. Okay, zack, wegschleppen. Jagen wir hoch. So, jetzt machen wir uns auch direkt mal Gedanken hier hinten. Bin unterwegs. Zu Befehl. Ich weiß immer noch nicht, warum das explodiert ist, ne? Aber muss ich vielleicht auch nicht verstehen. Okay. Ich spare mir das jetzt mal, das Plündern, und guck mal, ob ich so irgendwie weiterkomme. Ging schnell, ja? Ich speichere mal, ne? So, er hier will jetzt hier hochklettern. So, wenn wir jetzt hier unterwegs sind, machen wir das doch jetzt hoffentlich alles ein bisschen besser. Verstanden. So, das heißt, wir öffnen jetzt die Kiste. Wir haben ja gelernt, wir müssen die Kiste öffnen und müssen dann auch in die Kiste reingucken. Dafür bin ich wie geschaffen. So, dann nehmen wir die Sachen jetzt mit hier. Und machen uns jetzt hier wieder auf den Rückweg, ne? Ja, leicht. Diesmal gehen wir tatsächlich wieder diesen Weg und machen das Ding von der anderen Seite auf. Ich weiß nicht, ob das eine Bedeutung hat, aber ich hätte jetzt schon gesagt, dass ich hier gerne drüber gehen würde, ne? Da ist doch schön versteckt alles. Oder meint ihr, ich muss hier wirklich... Hier quasi. Ja. Ja. Kann man auch machen, ne? Unterwegs. Was war das denn jetzt? Wieso war das denn vermint? Das habe ich doch nirgendwo sehen können. Ich höre. Kann der irgendwie Minen entdecken oder was? Erledigt. Der hat hier so einen Minensuchteil, ne? Kein Problem. Ja, der Kollege ist leider hinüber. Das ist es. Okay, auch die Mine einfach mal drauflaufen, das ist auch eine gute Maßnahme. So, wir haben ja zum Glück gespeichert, ole ole. So, das heißt, ich bin auf dem Weg. Knips das Ding hier auf. Ja. Und lauf nicht darüber. Dann war hier auch eine Mine. Das heißt, dann knipse ich das hier auch einfach mal auf. Und lass jetzt mal den Kollegen machen. Das ist es. Der kann doch wahrscheinlich auch entschärfen, oder? Wenn er nicht entschärfen kann, ist das doch albern. Guck
Guck mal, der kann entschärfen. Erledigt. Das ist es. Ich muss ja gar kein Shift mehr drücken, das macht er einfach so. Erledigt. Das ist es. Wie, das ist es? Mal die Kamera drehen, oder? Ich finde mich dann immer nicht zurecht, wenn ich die Kamera drehe. Wo bin ich denn jetzt? Dafür bin ich ausgebildet. Geschafft. Ja! Oh, das ist ja nervig, ey. Das ist ja nervig. Bin auf dem Weg. Dann sparen wir uns aber jetzt so ein bisschen und fangen wir direkt hier an, ne? Ja. Okay. Also was mich jetzt hier so ein bisschen frustriert, dass man zum Teil auf die Mine draufläuft, kurz nachdem man sie gesehen hat. Ausgebildet. Also das ist halt schon irgendwie... Man darf dann hier nur so Pixel für Pixel eigentlich... Geschafft. Vorgehen, ne? Also jetzt könnte ich hier hinklicken, damit ich die hier jetzt wieder Kein sehe. Problem. Dann kann ich die entschärfen und dann kann ich Geschafft. Auch direkt die entschärfen. Erledigt. Und Geschafft. Dann legen wir uns erstmal wieder auf den Boden und dann knocken wir doch einfach mal den Wachposten da hinten aus, oder? Kinderleicht. Ah ja. Und dann? Was soll ich denn dann machen? Dann muss ich wahrscheinlich die hier irgendwie ausnocken. Kann ich da einfach eine Granate reinwerfen? Wäre das eine Maßnahme? Das probieren wir aus, oder? Okay. Ging schnell, oder? Total. So, was hat er denn Gutes? Der hat hier eine Uniform und der hat hier irgendwie so ein MG. Geschafft. So, haben wir jetzt... Ne, der andere hatte die Granate, ja. Ne? Wie komme ich denn wieder ins Inventar? Wie komme ich denn ins Inventar rein? Mit der rechten Maustaste komme ich ins Inventar rein. Achso, und jetzt kann ich hier sagen, austauschen. Und könnte ihm jetzt die Granate rübergeben. Wahrscheinlich kann nur er mit einer Granate umgehen. War nicht schwer. Ist jetzt so meine Vermutung. Nö. Keiner von denen kann mit der Granate umgehen. Doch! Man muss es als Waffe ausrüsten. So, erstmal wieder eine Ansicht, mit der ich mich einigermaßen wohlfühle. Und wir speichern mal, ne? Das ist auch so eine Sache, die müssen wir lernen, dass wir einfach öfters mal speichern. So, jetzt gucken wir doch mal, wo der hier eigentlich hinschaut. Bin unterwegs. Okay. So, meint ihr, ich könnte jetzt diese Granate hier einfach mal hier reinwerfen? Also hier quasi, so hin. Ja, Sir. Ja, gut. Sehr gut. Trainingslager 2. So, auch mal zuhören, was wir eigentlich machen sollen, ne? So, da haben wir den Green Barrett auf jeden Fall dabei. Okay, Jungs, diese armen Kerle sind von ihrer Einheit abgeschnitten worden. Mal sehen, ob wir ein wenig helfen können. In dem kleinen Haus befindet sich ein Funkgerät. Sobald die Lage unter Kontrolle ist, informieren wir über Funk das Hauptquartier. Ich würde gern wissen, was in diesen Kisten steckt.
Ich finde die Sprachausgabe gut gemacht. Ich meine auch, die eine oder andere bekannte Stimme erkannt zu haben. Was ich so ein bisschen schade finde, dass man hier irgendwie zwar Namen und so weiter sieht, aber nicht, was das eigentlich für Typen sind, ne? Vielleicht hier oben. Weiß ich nicht, was das ist. Ach, guck mal hier, das ist die Karte von dem Gebiet. Das sind diese Ablenkedinger, ne? Ah, okay, da kommt man auch wieder in dieses Notizbuch rein. Was ist hier das hier? Das ist auch einer. Wieso ist der so groß und der so klein? Ich finde es ein bisschen schade, dass ich hier nicht oben wechseln kann mit den Typen hier, ne? Weil wenn die schon angezeigt werden, könnte man doch eigentlich auch direkt in das Inventar gehen, wenn man sie anklickt. Ich vermute mal, die tauchen da oben auf, damit ich dieses Austauschen aktivieren kann. Aber cool wäre es ja auch, wenn man direkt klicken könnte, ne? Alles im Lot. Das ist doch wie ein Diesel, oder? Die Synchronstimme. So, der Kollege hier, der kann doch bestimmt ausnocken, oder? Würde mich doch sehr wundern, wenn der nicht ausnocken kann. Halt, stopp. Der soll doch ausnocken. Oh, der sieht mich. Das wird doch schon wieder nix. Ich merke das doch schon. Okay, der hat mich jetzt hier gesehen. Das ist, habe ich nicht aufgepasst. Okay, wir haben es verstanden. Jetzt sagen wir erstmal, er soll... Aber da ist auch einer, ne? Ich bin bereit. Ah, hier, der macht ab und zu mal, dreht er seine Blickrichtung. Aha. Mal gucken, ob wir das zeitlich jetzt hier schaffen. Ach, Mist. Das ist nix. Aber hier, der Green Barrel, der kann doch bestimmt auch einfach einen abrippen, oder? So, das heißt... Kinderspiel. Nee, ich wollte den da anhaben, genau. Ja. Hä? Kinderspiel. Hat er den jetzt irgendwo hingeschoben, oder was? Okay. In Ordnung. Kannst du bitte mal einfach zurückkrabbeln hier? Ja? Ach so, ich glaube, hier sehen die ja die Liegenden gar nicht, ne? Aha. Das heißt, ich kann mich jetzt hier schon mal irgendwie ganz geschickt anschleichen. Überlass das mir. Ja, komm, weg mit ihm. Komm, tragen weg, tragen weg, tragen weg, tragen weg. Sehr gut. Was ich bei dieser Art von Spielen schon immer so phänomenal erstaunlich finde, jetzt hat man den da ja umgerippt, ne? Und der wundert sich überhaupt nicht, wo der Kollege hin ist. So, mal gucken, wo guckt der denn hin? Der hat den hier ganz gut im Blick. Der hier... Nein, 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 warte mal. Der hier hat den im Blick. Und ab und zu hat der den nicht im Blick. So, das heißt, das ist so die nächste Schwachstelle, würde ich mal behaupten, oder? So, das heißt, unser... Hallo? Ach so, ich muss hier... Wie kriege ich denn das jetzt wieder weg? So, unser Green Barrett schleicht sich jetzt hier an den Typen ran. Aha. Wahrscheinlich können wir da hinter die Hecke gehen, oder?
Ich schätze mal, dass wir da hinter die Hecke gehen können. Nee, da hinter die Hecke können wir nicht gehen. Hier können wir dann ungefähr hingehen. Da sieht er nichts. Das ist mein Auftrag. Na klar. Nee, nimm den doch auf. So, das ist schon mal gut. Ist erledigt. Oh nein. Das ist jetzt dumm, das ist jetzt dumm, das ist jetzt dumm. Okay. Gerade noch mal so gut gegangen, würde ich sagen. Bin schon weg, Sir. Aha. So, ich muss den hier wieder ein bisschen im Auge behalten. Die sind jetzt aber auch irgendwie gewarnt, habe ich so den Eindruck, ne? Das heißt, die sehen halt jetzt ein bisschen mehr. Aha. Der hat auch ein blaues Auge. Jetzt ist wieder alles im grünen Bereich. So, jetzt quatschen die miteinander. Macht mal hin hier, Jungs. Komm, Attacke. Ole, ole. Okay, Chef. Machen wir. Na los. Bin schon weg, Sir. Ich habe wieder nicht gespeichert, ne? Ich habe wieder kein einziges Mal gespeichert hier. Und bei so Sachen ist es doch wichtig, dass man speichert. Sonst ärgert man sich doch, weil man tausendmal dieselben Sachen machen muss. Überlass das mir. Genau, wir probieren das jetzt einfach mal. Ob das hier irgendjemand mal auffällt, wenn der Chef auf einmal weg ist. Komm, legen ab. Ist erledigt. So, jetzt müsste doch irgendwann hier der Typ kommen, der eigentlich hier berichtet und feststellen, da ist gar niemand mehr, dem ich berichten kann. Das ist mein Auftrag. So. Na klar. Ich will das mit den Klamotten nochmal ausprobieren. Mich interessiert das jetzt mal, ob das funktioniert, wenn ich mich sozusagen tarne oder ob das nur mit dem Spion ging. So, wo war das denn jetzt hier? Ich glaube, der kann die Klamotten gar nicht anziehen, kann das sein? Wenn ich jetzt einfach mal sagen würde, hier benutzen, der kann das gar nicht benutzen, seht ihr das? Oder muss ich die erst ins Inventar legen? Wo habe ich die denn jetzt hingelegt? Jetzt habe ich die abgeworfen, oder was? Ist erledigt. Hä? Jetzt liegen die Klamotten hier einfach so rum, oder was? Komm, heb die mal auf hier, bitte. Ja, so ist gut. So, jetzt ist die Überlegung, wie schaffen wir das denn hier jetzt? Was ist denn das hier eigentlich für ein Dude? Ja, wer bist denn du eigentlich? Was machst denn du? Du machst irgendwie funkmäßig. Ach, Stolperdraht, guck mal an. Und er hat eine Schaufel. Kann ich damit irgendwie sinnvoll was machen? Und einen Molotow-Cocktail hat er auch. Okay. Ja, wir sacken erstmal ein bisschen was ein, oder? Ein bisschen looten hier. So. Okay. Ich weiß nicht, ob es mir irgendwas bringt, aber man kann ja mal probieren, ne? Kann man bei dem eigentlich auch direkt mal. Ach so, das hat er hier jetzt direkt gestapelt sozusagen. Mein Job. Der kann anscheinend das auch anziehen jetzt, ne?
Das ist erledigt. Dann können wir es mit dem ausprobieren, ne, wie das funktioniert. So, jetzt hat er sich ja diese Klamotten angezogen und jetzt gucken wir mal, was eigentlich passiert, wenn er jetzt hier zu den Leuten hinläuft, ne? Ob denen das irgendwie auffällt. Oder ob der hier einfach jetzt so fröhlich durch die Gegend laufen kann. Kann er nicht. Das kann er nicht. Wahrscheinlich darf der nicht zu dicht an dich drankommen. Weil so ein bisschen hat es ja funktioniert, aber dann waren seine Klamotten auch wieder ausgezogen, ne? Ich will es jetzt trotzdem mal ausprobieren. Ich stelle den einfach mal hier so hin. Ah, okay, wenn die gucken, dann erkennen die, dass der nicht wirklich so aussieht, wie er aussehen soll. Okay, so, das heißt, wir haben jetzt hier die Herausforderung, dass wir hier so drei Typen haben, die wir irgendwie ausnocken müssen. Eventuell können wir natürlich auch diese Typen auf die harte Tour ausnocken, ne? Das würde ja theoretisch auch funktionieren. Weil da können die nämlich im Gewehr, können die auch einigermaßen, glaube ich, gut schießen. So. Wir bringen den aber erstmal. Das wäre erledigt. Hier hin. Und. Ah ja. Der Kollege, der kann ja auch mal irgendwie so ein bisschen sich schon auf den Weg machen. Okay. Gibt es hier eigentlich auch so eine. So eine Pausengeschichte. Wisst ihr, wie ich meine? Also, dass man den Befehlen geben kann und kann dann quasi auf Play drücken und dann werden alle Befehle gleichzeitig ausgeführt. Ich glaube, das gab es hier noch nicht, ne? Das ist, glaube ich, erst so mit Mimi gekommen, ne? So, passt mal auf. Wir machen jetzt hier mal Folgendes. Wir bringen ihn hier mal so ein bisschen strategisch in Stellung. Okay. Und lassen ihn dann einfach mal schießen. Der will aber nicht, oder was? Muss der grün sein, oder zum Schießen, oder was ist hier los? Ah, korrekt. Na gut. So, jetzt kann ich schießen. Kann man machen, ne? Hätte keiner besser machen können. Ich denke auch. Es ist ja quasi nur noch der da übrig. Hier oben robbt natürlich auch die ganze Zeit so ein Typ rum, ne? Ich weiß gar nicht, was der hier so rumrobbt. Was kann der hier mit der Schaufel eigentlich machen? Was macht denn der mit der Schaufel? Buddelt er sich jetzt ein? Nö, der hat einfach jetzt ein Loch gemacht. Krieg ich nicht auf die Reihe, Sir. Wär schon, ne? Ich speichere nochmal, ne? Wir wollten ja immer öfters speichern hier, das haben wir ja gesagt. Gut, jetzt laufen wir mit dem hier mal hin und gucken wir, ob wir den auch einfach ausnocken können. Das ist erledigt. Ja, das war ja auch relativ einfach sogar. Er hat aber ein bisschen was. Er hat schon so ein bisschen einen Verdacht geschöpft, scheint's, ne? Okay. So, jetzt steht der da hinten aber recht unbeobachtet in der Ecke rum. Komm, du kriegst mal wieder dein Messer. Das ist irgendwie zielführender. Hier, dieser Bauchquappler könnte jetzt zum Problem werden, ne? Aber wir glauben einfach mal, dass wir hier schnell genug um die Ecke krabbeln. Oha, das ist ja noch ein Bauchquappler. Was macht der denn? Oh, den habe ich nicht gesehen, verflixt.
Den Bauchkrabbel habe ich nicht gesehen, aber... Kinderspiel. Ich war dem auch egal, habe ich den Eindruck, ne? Wo krabbelt der denn jetzt wieder hin? So, das heißt, wir müssen da diesen Krabbelheini müssen wir erstmal irgendwie ausschalten. Komm, krabbel hier mal ein bisschen schneller an den feindlichen Linien vorbei. Na guck mal, das wundert den gar nicht. Der denkt sich, ah, guck mal, da robbt einer, aber auch egal. So, vielleicht muss ich den hier mal so ein bisschen im Auge behalten. Nein, den hier. Kinderspiel. Wollen wir mal versuchen, ob wir den hier einfach umbringen können? Ob das wird? Och nein! Oh nein, das wollen wir nicht. Okay, wir laden nochmal. Ach so, ich wollte doch öfter speichern, hatte ich doch gesagt, ne? Ärgerlich. Okay. So, dann klettern wir mit dem mal dahin. Der kann ja bestimmt auch im Liegen schießen, ne? Dann kann er doch einfach mal warten, bis der weg ist. Oder der schießt direkt den Krabbler und anschließend ihn hier, ne? Ne, wir machen das mal hier zaghaft, so. Kann man so machen, ne? So, jetzt kann aber doch er hier wieder aus den Vollen schöpfen, oder? Der kann doch jetzt heimlich, still und leise wieder irgendwelche Typen... abrippen. Aha. Was steht da? Cheeseburger oder was? Bin schon weg, Sir. Eigentlich muss ich hier auch nicht großartig auf Gegner achten, oder? Konterangriff auslösen. Moment. Diese Schaltfläche innerhalb des HUDs lässt dich feindliche Angriffe kontern. Achte darauf, dass du deinem Kommando und alle verbündeten Soldaten in Verteidigungsposition gebracht hast, wenn du diese Schaltfläche betätigst. Wo ist die Schaltfläche? Ich sehe die nicht. Welche Schaltfläche kontern denn im HUD? Kinderspiel. So, da musste ich jetzt aber ein bisschen mehr schießen. So, das ist doch schon mal auch gut, oder? Hier, der kann sich doch jetzt mal ein Gewehr krallen. Das ist doch... Nee, der kann sich hier gar nichts krallen, oder was? Oh, eine Katze. Der kann sich überhaupt nichts krallen. Der kann nur mit dem kämpfen anscheinend, was er hat. Aber er hier kann sich doch Sachen... Nee, auch nicht. Oder war das Shift? Ach, das war Shift wieder, oder was? Nee, das war nicht Shift. Das war W. W war das. Dann kann er mit W sich doch auch bestimmt Waffen krallen. Hier guckt doch eh keiner hin, was ich hier mache. Hier kann ich doch machen, was ich will. Gut. Gleich nochmal ein MG. Und hier holen wir uns auch noch ein Gewehr vielleicht. Der kann auch kaum gehen vor lauter Kraft, ne? Der Typ. Erledigt. So, das ist doch eine feine Sache. Jetzt kann ich doch hier das Gewehr nehmen. Das hat auch eine gute Reichweite. Und kann einfach mal hier hingehen. Ach ne, jetzt habe ich versehentlich den hier angeklickt. Das wollte ich doch gar nicht. Aber der hier kann doch einfach den da erschießen. Okay. So, Gewehre verwenden. Ja, das habe ich verstanden.
Das kann ich mittlerweile. Kann ich eigentlich auch hier diese olle... diesen ollen Kübel da in die Luft sprengen? Wahrscheinlich, ne? Wollen wir das mal probieren? Wir speichern vorher. Wir speichern natürlich vorher. So. So, jetzt passt mal auf hier. Jetzt probieren wir mal was. Zu Befehl, Sir. Das war jetzt relativ erfolgreich. Jetzt habe ich dummerweise bei ihm einen Schuss vergeudet. Oh, hier gibt es natürlich noch jede Menge. Da gibt es natürlich noch jede Menge Gegner. Ist erledigt. Meine Sache. So, wie kriege ich denn hier die Gegner jetzt um die Ecke gebracht? Aha. Vielleicht heimlich still und leise, oder? Ja, wir probieren das mal hier mit Heimlichkeit mal wieder. Vielleicht kriegt es ja keiner mit, dass hier auf einmal der Kollege weg ist. Aha. Tatsächlich. Das kriegen die nicht so wirklich mit hier. Dann direkt hier den nächsten. So. Bin schon weg, Sir. Und den hier auch. Gut. Und aller guten Dinge sind drei Manns, glaube ich. So, was heißt denn das jetzt hier für uns? Hier sind doch gar keine Gegner mehr, Leute. Oder habe ich einen übersehen? Ach, da ist noch einer. Und da ist einer im Haus, oder was? Tatsache, da ist einer im Haus. So, aber den hier, den kann ich doch ganz elegant... Aber der hier könnte gefährlich sein, oder? Der guckt... Der scheint so irgendwo hinzugucken. Nee, nicht wirklich. Bin schon weg, Sir. Der kommt, weil es so schön war. Nehmen wir den doch auch hier gerade. Knocken wir den doch erstmal aus. Oh, der hat was gehört. Uiuiuiuiuiuiuiui. Jetzt schleichen wir uns aber mal schnell weg hier. Ja, hier die Mission will ich schon noch irgendwie fertig machen, gell? Ja, wo bist du denn? Da bist du. Der hat natürlich keine Munition mehr. Was aber nichts macht. Ja. Weil er hat ja noch Munition. Gut. Vielleicht kann er einfach in so einen günstigen Winkel ihn hier einfach ausnocken. Gut. Ja, das war jetzt aber. Das war aber jetzt doof. Das hat jetzt nicht so gut funktioniert. So, einfach mal wieder ein bisschen hier aufgeladen. Und jetzt nochmal geschaut, ob wir irgendwie den da irgendwie in der Deckung irgendwie ausknipsen können. Können wir. So. Jetzt sind aber alle irgendwie weg, ne? Jetzt hat es hier keine Gegner mehr eigentlich. Ach, guck mal, irgendjemand hatte doch einen Schlüssel. Hatte ja. Der nicht den Schlüssel? Der hatte einen Schlüssel. Guck an. So. Lass dich einfach nicht von den eigenen Leuten erschießen. Mach einfach mal hier auf. Oha! Ja, das war knapp. Uiuiui, war das knapp. So, was haben wir denn jetzt hier? Ach, hier ist das Funkgerät, genau. Ich sollte ja wahrscheinlich irgendjemanden zum Funkgerät bringen. Habe ich komplett vergessen, ne? Mein Job. So, genau, mach du mal. Wir haben eine ja, wer sagt's denn? Abgefangen. Eine gegnerische Kampfgruppe nähert sich rasch ihrer Position. Ein feindlicher Panzer hat Anweisung bekommen, sie auszuschalten. Zerstören Sie diesen Panzer. Oha. Gut, wir speichern jetzt aber mal. Und ziehen ein Fazit, oder? Wir ziehen ein Fazit zu Commandos 2. Im Speziellen zur HD Remaster Version. Ich fand die gut. Also, ich hatte jetzt hier keine Abstürze. Ich
finde bei der Grafik für eine HD Remaster, die war stellenweise ein bisschen schwammelig, oder? Also so die, gerade so die Hintergrundtexturen, die kamen mir ein bisschen so verwaschen vor. Aber sonst finde ich im Großen und Ganzen ist das doch eigentlich ein sauberer Job, den wir hier gemacht haben. Ich habe vergessen, was das kostet. Asche auf mein Haupt. Ich habe es, wie gesagt, zusammen mit Praetorians in der HD Remaster Version habe ich die beiden Spiele für 10 Euro gekauft. Die waren, glaube ich, zur Hälfte reduziert. Also ich würde mal tippen, dass der Einzeltitel wahrscheinlich 10 Euro kostet. Bei GOG habe ich es mir geholt und ich finde, das passt vom Preis her. Also ich hatte jetzt schon Spaß. Ich fand es auch gut gemacht. Naja, so richtig gut gemacht fand ich jetzt die Remaster-Version nicht unbedingt. Ja, doch schon. Ich sammle mich mal ein bisschen mehr. Also ich fand die Texturen zum Teil ein bisschen verwaschen und ich hätte mir möglicherweise eine höhere Auflösung gewünscht. Also nicht im Sinne von einer höheren Auflösung, sondern im Sinne von mehr von der Karte sehen. Weil die Figuren waren halt relativ groß, was okay ist, weil so war es ja im Original auch. Das Original hatte wahrscheinlich so 800x600 Pixel oder sowas. Und man hätte wahrscheinlich bei der HD Remaster noch ein bisschen mehr rausholen können. Aber ich fand es auch trotzdem gut gemacht eigentlich. Ja, eigentlich fand ich es gut gemacht. Und es ist nicht abgestürzt, es läuft stabil. Ich habe leider jetzt keinen direkten Vergleich mit dem Originalspiel. Also Commandos 1 war ja tatsächlich das Original von Anno Tobak. Commandos 2 habe ich im Original meines Wissens nie so richtig gespielt, wenn ich mich erinnere. Von daher fehlt mir so ein bisschen die Vergleichsmöglichkeit. Aber ich fand jetzt trotzdem das ganz gut gemacht. Ob man jetzt 10 Euro dafür ausgibt. Ich würde auf einen Sale warten und es mir dann holen. Und dann kann man auch durchaus Spaß damit haben. Also ich würde ihm wahrscheinlich... Ich schwanke gerade so zwischen 4 und 5. Ich würde ihm die 4 geben. Also die 4, weil ich glaube, dass bei der HD Remaster durchaus noch ein bisschen mehr hätte rausgeholt werden können. Und weil ich zum Teil bei dem Tutorial es ein bisschen schade fand... Ich habe mich am Anfang ein bisschen verloren gefühlt. Also mit diesem Halt-Shift gedrückt und dann geht das schon... Er hätte mir im Prinzip sagen müssen, du musst den Charakter wechseln und das machen, weil der Typ, mit dem du das hast, der kann das nicht. Ne? Da wäre der erste Frustmoment weg gewesen. Und die Hintergrundtexturen, wie gesagt, da hätte noch ein bisschen Liebe reinfließen können. Aber ansonsten eine saubere Geschichte. Toll finde ich halt, dass es komplett in Deutsch ist, auch mit der Sprachausgabe, die Sprecher sind gut. Also eine ganz solide 4,4. Also auf dem Weg zur 5, ja. So ganz die 5 Nostalgiepunkte mag ich ihm irgendwie nicht geben. Da sträubt sich so ein bisschen was, weil ich dafür die... Das ist so ein bisschen, wenn es das Original gewesen wäre, hätte ich es wahrscheinlich 5 gegeben. Hier bei ihm jetzt, weil es die Remaster ist, gibt es halt dann nur 4, weil ich finde, man hätte noch ein bisschen mehr rausholen können, ja. Aber trotzdem, toll, dass man es überhaupt kaufen kann, dass man es auf neuen Systemen spielen kann. Das ist ja auch durchaus schon mal viel wert. Nun gut, ihr kennt meine Meinung. Habt ihr eine? Schreibt sie in die Kommentare. Freue ich mich natürlich drüber. Ansonsten, Daumen hoch für das Video natürlich, wenn es euch gefallen hat. Und ganz wichtig, diesen Kanal abonnieren. Und noch viel wichtiger, macht Dinge, die euch Freude bereiten. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao.